Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier bei Verena kocht wird es heute pink. Und zwar gibt es pinke Falafel mit einem vegetarischen Dip. Es ist easy nachzumachen, also passt genau auf. Pro Portion liegt das Ganze unter 2 Euro und die rote Beete, die schneide ich jetzt in Würfel. Unbedingt Handschuhe anziehen beim rote Beete schneiden, sonst kriegt ihr das Ganze nicht mehr so einfach ab. Die dürfen direkt gleich in den Mixer hinein und ihr habt gesehen, die ist vorgegart. Dann geht es nämlich noch einfacher und schneller. Und die Kichererbsen, die dürfen jetzt direkt mit zu meiner roten Beete hinzu. Und das ist meine Grundmasse, die erstmal komplett durchgemixt wird. Anstelle von den ganzen Mandeln könnt ihr natürlich auch gemahlene Mandeln nehmen und es auch mit einem Pürierstab machen. Wenn man den Deckel noch abkriegt. Dass es am Ende aber auch zusammenhält, kommt jetzt noch unbedingt Mehl hinzu, Eier hinzu, typische Gewürze wie Kreuzkümmel, klassisch Salz und Pfeffer und dann ist meine Masse schon bereit. Jetzt mache ich mir so kleine Häufchen auf meinem Backblech. Wenn ihr das vegan zubereiten wollt, dann nehmt auf jeden Fall ein bisschen mehr von den trockenen Produkten wie Mehl dazu und auch ein bisschen Backpulver, dass das Ganze gut zusammenhält. Ich gebe einfach nur etwas Öl oben drauf, denn dadurch muss das Ganze nicht frittiert werden und ist auch noch kalorienärmer. Das Blech, das wandert jetzt in den Ofen. 180 Grad Heißluft für ca. 20 bis 25 Minuten. Ich rühre jetzt alles zusammen für meinen Dip. Wenn ihr das Ganze vegan machen möchtet, nehmt ihr natürlich eine vegane Alternative zum Joghurt. Von der Limette nutze ich die Schale und auch den Saft. Deswegen achtet darauf, unbedingt eine Bio-Limette zu kaufen, also eine unbehandelte. Jetzt fehlen noch meine drei verschiedenen Kräuter. Dill, Petersilie und Minze. Das Ganze zupfe ich mir ein bisschen und hacke es fein. Super, wir haben schön die Frische der Limette, die Süße durch den Ahornsirup und die Kräuter machen es einfach perfekt. Knusprig sind sie auch noch. So, verbrenne ich mir jetzt die Schnute, wenn ich ein Stück koste? Die sind super. Ich muss jetzt unbedingt anrichten, denn mit dem Dip kann ich mir das richtig gut zusammen vorstellen. Das waren meine pinke Falafel, ganz einfach nachzumachen. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like da. Auf dem Kaufland-Kanal findet ihr noch viele coole weitere Rezepte von mir. Dem solltet ihr unbedingt folgen. Und ich sage jetzt ciao, bis zum nächsten Mal.